Es liegt nun alles in der Hand der Griechen. Ich finde, dass Wolfgang Schäuble und Angela Merkel verantwortungsvoll gehandelt haben, dass sie Voraussetzungen ausgehandelt haben, die nun es nicht erlauben, von einem dritten Hilfspaket zu sprechen, sondern von einem großen Reformpaket. Die Griechen müssen jetzt ihre Hausaufgaben machen und im Parlament ein paar wichtige Vorentscheidungen treffen. Und dann muss der Deutsche Bundestag darüber entscheiden, einen Auftrag zur Verhandlung an die Bundesregierung zu geben. Es geht also jetzt weniger um einzelne Fraktionen, sondern um Europa im Gesamten. Und wenn die Griechen ihre Hausaufgaben machen, also die entsprechenden Beschlüsse im Parlament fassen und die Institutionen dann diese Beschlüsse beurteilt haben, dann kann der Weg für Verhandlungen freigegeben werden. Wenn dies alles so erfolgt, werde ich meiner Fraktion auch empfehlen, ein Mandat zu erteilen.